Cotton City. Eine Stadt am Rande der Gesellschaft. Eine Wolke aus Hoffnungslosigkeit und Smog liegen über der Stadt. In einem Sumpf aus Intoleranz und Hass können auch zwei alte Helden nichts mehr ausrichten. Doch aus diesem Müllberg von Stadt erstreckt sich eine Rose. Sie wie Courage. Eine Frau, die mit ihren Worten mehr ändert, als wir es mit unseren Fäusten je konnten. Das Leben in dieser Stadt ist wie eine leere Pralinenschachtel am Valentinstag. Die pure Enttäuschung. Ganz neuer Trend aus Thailand oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich auch so bei H&M-Katalog oder so. Aber oh mein Gott, guck mal, die Schwuchteln da. Die sind doch auf unserer Schule. Findest du die? Ja, natürlich. Oh mein Gott, mach mal ein Foto. Ja. Hey, zeig mal. Oh mein Gott. Oh Gott, die Schuhe. Weh. Oh, ich finde Schwuchteln eh voll eklig. Ich auch. Was die alles machen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Stellen wir das auf Facebook. Ja, natürlich. Wollte ich die anderen wissen, du schon. Nein, aber sie sollen es ruhig wissen. Hey Jan, komm mal schnell her. Was denn? Guck mal, was die da reingestellt haben in Facebook. Wer waren das? Ja, die drei, weißt du, die aus unserer Paraklasse da. Die Obercoolen da. Ja, die Oberzicken da. Ja, die sollen das Bild jetzt rausmachen. Ja, ich rede morgen mit denen. Nee, wir müssen das drunter schreiben. Ja, warum denn? Umso schneller ist es draußen. Ja, stehst du nicht zu unserer Beziehung? Ja, doch, aber ich will halt nicht, dass mein Papa das mitkriegt. Ja, der muss auch zu dir stehen. Ja, nee, der schmeißt mich raus, ganz ehrlich. Ja, mach doch, was du willst. Ja, mach ich jetzt auch. Ja. Geh einfach, wenn dir es nicht gefällt, okay? Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Wacker. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Wacker. Also, ihr rennt euch jetzt warm und danach spielen wir eine Runde Völkerball. Alina, kommst du mal bitte? Was sind deine Sportsachen schon wieder? Vergessen. Du vergisst sie immer, das geht doch schon nicht weiter. Ja, der Krüppel hast du doch auch. Sie ist gehbehindert, du hast einen gesunden Körper. Ja, noch und? Einmal sowas und ich schmeiß dich raus, der hier kriegt einen Brief von mir. Es rennt weiter. Okay, wir wählen die Gruppen. Okay, Aaron und Alex, ihr wählt eure Gruppen zusammen. Gut, ich nehme Anna. Linda. Selina. Und wen soll ich jetzt nehmen? Was für eine Frage? Sina natürlich. Was? Die da? Ja. Na was gut, komm. Oh nee. Ja, alles so läuft doch.
Und dann knallte ihr der Ball an den Kopf. Ich bin Captain Rassism und das ist mein Handlanger Vitali verurteilt. Und wir werden dich nun entführen. Weg mit dir, Vitali. Endlich werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Captain Toleranz. Ja, Courage Boy. Warum gibt es so viele böse Menschen auf dieser Erde? Warum sind sie keine ehrlichen amerikanischen Steuerzahler? Gute Frage. Weißt du, ich war damals in Südamerika. Beim Schamanentraining. Man erfährt da über den Menschen, ob er gut oder böse ist. So ist es in unserer heutigen Gesellschaft auch. Heilige Weisheit, Captain Toleranz. Von dir lerne ich immer wieder was. Ich krieg gerade eine Meldung. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Was ist passiert? Wir müssen zurück. Wir wissen es noch nicht genau. Oh, dann aber rapide. Ja, mit vollem Karacho, aber angeschnallt. Was ist das? Das ist ein Nazi-Strahler. Weißt du, in wenigen Tagen wird die ganze Welt intolerant sein. Dann wird das hier nur noch ein Spielzeug sein. Genial. Bürgermeister? Was ist da los? Zivilcourage wurde entführt? Wir sind sofort unterwegs. Zivilcourage wurde entführt. Was? Die letzte Hoffnung der Stadt? Und die wunderschönste Frau in der Stadt. Da muss ich dir recht geben. Ja, wir müssen los. Schnell, los! Vorsicht! Heilige Notbremse! Diese Bürger heutzutage sind so hilflos. Oh Gott, wir müssen schnell handeln. Weißt du, Vitali, wir werden die Welt an uns zerreißen. Mit Hilfe des Textes, was Zivilcourage geschrieben hat, werden wir die ganze Welt intolerant machen. Warte noch, nicht. Und wir werden die einzigen Herrscher sein. Sehr gut. Du bist ein Genie. Ich weiß. Das ist Zivilcourage. Captain, können wir irgendwann mal neue Gewichte kaufen? Die sind zu schwer. Du seist mein muskulöser Handlanger. Du musst ein stark sein. Captain Toleranz? Ho! Oh! Captain Toleranz! Ich werde dich vernichten! Hilfe, Courage Boy! Du hast keine Chance gegen uns, Professor Rassism. Oh doch. Und wer ist dieser? Schmutzfink. Das ist nur ein Handlanger. Minenarbeiter. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Haha, witzig. Das ist mein Handlanger Vitali. Lasst Zivi frei. Er wird euch zeigen, wozu wir imstande sind. Mach sie fertig, Vitali. Hey, man muss manchmal zuschlagen, um ans Ziel zu kommen. Und jetzt zu dir, du abgebrochener Mädchen. Scanner, please! Jogger, fertig, Vitali! Können wir nochmal von vorne? Oh, Courage Boy! Courage Boy! Das war echt uncool von dir, Mann. Ich hab dir immer dahin gehauen. Aua, du hast mir einfach auf die Fresse gehauen. Lassen Sie Captain Toleranz in Ruhe. Du hast ein Klebeband an deinen Rücken. Er ist wichtig für unsere Bürgerschaft. Nur durch ihn kann Amerika überleben.
Ich betone dich mit der Waffe. Halten wir diesen Gedanken fest. Amerika für Captain Tolerance. Die Welt gehört uns! Ja! Ihr Monster hat meinen Partner genommen. Oh, es geht weit, ne? Aber mein Willen werde ich nicht nehmen! Ich doch! Nein! Nein! Courage, boy! Courage! Verweigert. Wisst ihr, es kann nicht zwei Helden geben. Ich wünschte, es wäre so einfach. Wir können nicht die Gesellschaft verändern. Sondern ihr. Ihr alle müsst zu Helden werden. Dann ändert sich die Gesellschaft. Kämpft für die Gerechtigkeit. Für das Gute. In unserer Gesellschaft. Nicht nur für das Gute im Mann, auch für das Gute in der Frau. So zu misshandeln, fragt sie doch wenigstens, warum sie so auf der Straße ist. Warte doch mal. Bitte warte doch mal kurz auf mich. Guck mal, die sind voll scheiße. Guck mal, die laufen an uns vorbei. Ja, und? Die hatten Stress wegen uns. Ja, irgendwie ja schon. Guck mal, ich finde es ja eigentlich gar nicht so schlimm, dass sie schwul sind. Barney Simpson ist doch auch schwul und alle irgendwie. Ja, schon. Manchmal sollten wir uns entschuldigen. So. Ja, irgendwie ja schon. Ich jetzt einfach aus. Haha. Ah ja. Zivilcourage konnten wir leider nicht retten. Nein. Ich mache mir immer noch Vorwürfe. Ich kann die ganze Nacht nicht verschlafen. Und leider. So, die Schlange rückt auf. Wir müssen hinterher. Schlange der Gerechtigkeit. Jetzt aber der Meister der Mama. Was heißt das so? Hallo? Ja. Wir hätten gern zwei Chicken Burger, bitte. Zwei Chicken Burger soll noch was dazu? Nein, danke. Guten Abend. Guten Abend, hier, bitte schön. Bezahlen Sie, Captain Tolerance? Natürlich habe ich bezahlt, wie immer. Wir sind Superhelden fürs Gute, für die Toleranz und die Courage. Zivilcourage beim Volk, auch bei Ihnen. Dankeschön. Sie sind die Helden des Alltags. Hier. Ja. Danke, Sir. Dankeschön. Hier, dein Geld wieder zurück, natürlich. Dankeschön. Hallo. Vielen Dank. Oh, ein Tankgutschein. Das trifft sich auch. Sie sind der Held des Alltags. Machen Sie es gut. Ein Tankgutschein. Oh, was zu essen?